Wie Sie sehen. Ja, ich bin noch am Apparat. Ja, gut, ich warte. Was machst du denn hier? München. München? Was heißt München? Hab eine Verhandlung. Musst du auch nach München? Ja. Auch eine Verhandlung? Ja, ich bin als Zeuge geladen. Kommen wir mal raus hier. Eine Abwechslung. Ja, ich bin noch da. Natürlich, ich hab doch gesagt, ich warte. Transportieren die uns zusammen? Meinst du einfach einzeln? Kommt da noch jemand mit? Keine Ahnung. Ja, Herr Doktor, grüß Gott. Nein, der Hamann ist noch nicht weg. Nein, der steht noch hier. Ach so. Ja, ist gut, Herr Doktor. Danke. Oberstaatsanwalt hat ihm angerufen. Die Verhandlung, für die Sie gebraucht werden, findet heute nicht statt. Die findet nicht statt? Ja, die ist verschoben. Wieso? Das weiß ich doch nicht, ich hab doch keine Ahnung. Aber das war doch fest abgemacht. Heute, Donnerstag, 11 Uhr, da werde ich nach München gebracht. Sie haben's doch gehört. Also, nix mit München. Grüß Gott, fertig? Ja, aber es geht nur einer, Bricker. Wer ist das? Hier bitte. Und der? Bleibt hier, Verhandlung verschoben. Also, gehen wir. Warten wir's. Nicht anhalten, das ist gegen die Vorschriften. Ja, vielleicht sind Verletzte da. Ja, ist ich. Komm. Fahr weiter. Hier ist er doch! Ist alles leer! Hier auch! Hier ist er! Los, komm raus! Ne? Wer sind Sie denn? Wo ist Hamann? Hamann? Hamann ist zurückgeblieben. Seine Verhandlung ist vertagt worden. Vertagt? Was macht ihr so lange? Wir müssen weg! Wir haben den Falschen erwischt, er ist es nicht. Er sagt, die Verhandlung ist vertagt worden. Was? Was? Seid ihr wahnsinnig? Er ist jedenfalls nicht drin. Mann, da liegen Tote. Los, weg hier! Was machen wir mit dem anderen? Was willst du denn mit dem? Für den zahlt uns doch keiner was. Idiot, der hat uns doch gesehen, alle drei. Der verpfeift uns doch. Mensch. Ganz ruhig. Er ist weg, abgehauen im Wald! Mensch, wohin? Dein oder dein? Weiß ich doch nicht, los, weg!
Ding was? Überfall auf einen Gefängnistransport. Auf dem Weg nach München. Was ist mit dem Wagen da? Wir haben es seit Vormittag gestohlen in der Innenstadt. Wer war denn drin im Transport? Alfred Pricker. Der hätte heute Vormittag seine Verhandlung gehabt. Geil, dass Sie ihm sollte rausgeholt werden. Ja, ich habe mit dem Gefängnis telefoniert. Die glauben das nicht. Pricker sei ein kleiner Fisch. Aber ein anderer sollte nach München. Ein gewisser Hamann. Stell noch mal die Verbindung her. Hamann wurde als Zeuge gebraucht. Er war schon fertig zum Abtransport nach München. Der Oberstaatsanwalt. Ja, im letzten Moment. 5 Minuten später wäre Hamann unterwegs gewesen. Wie reagierte er, als er hörte, dass er nicht nach München gebracht wird? Wie Hamann reagierte, als er hörte, dass er nicht nach München gebracht wird? Er fiel aus allen Wolken. Er wollte es gar nicht glauben. Hören Sie. Noch eine Frage. Sie betrifft diesen, wie heißt der? Pricker, Alfred. Alfred Pricker, ein kleiner Ganove, wie ich höre. Das ganze Unternehmen kann ja kaum ihm gegolten haben. Was hat er auf dem Kerbholz? Betrügereien. Lauter kleine Sachen, die sich im Laufe der Jahre allerdings summiert haben. Da kommt schon was zusammen. Nun, er ist nicht hier. Wahrscheinlich haben die Täter ihn mitgenommen. Er ist ein Zeuge. Sie können sich gar nicht leisten, ihn laufen zu lassen. Vorausgesetzt natürlich immer, dass die Aktion nicht ihm galt. Darf ich mal unterbrechen? Ja? Die Hunde haben eine Spur aufgenommen. Ich melde mich später noch mal. Danke. Wir haben Sie im Gefängniswagen Witterung nehmen lassen. Sieht aus, als ob Sie deine Fährte aufgenommen haben. Na dann los. Wir haben ihn doch nicht laufen lassen, das gibt's doch gar nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass wir irgendwo seine Leiche finden. Hier, in diesem Gebiet, da muss er drin sein. Alle Straßen und Wege, die da rausführen, sind abgesperrt. Na, ich schlage vor, Sie schicken die Lautsprecherwagen los. Die Anwohner in dem Gebiet, die müssen informiert werden, ja? Wird gemacht. Hier ein Gefängnistaschentuch, das haben wir im Wald gefunden. Was ist mit dem Mann? Wir waren ihm ganz dicht auf den Fersen, aber die Hunde haben ihn dann plötzlich verloren. Ich weiß gar nicht wieso, wahrscheinlich Autogase, Autospuren. Na, dann muss er über die Straße sein. Mhm. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei an alle Bewohner. Heute Vormittag ist ein Strafgefangener bei einem Transport aus einer Haftanstalt entflohen. Der gesuchte Strafgefangene hält sich möglicherweise in dieser Gegend auf. Der Mann ist etwa 50 Jahre alt, mittelgroß. Er hat möglicherweise eine Verletzung. Wenn Sie mit den Angaben bitte sofort an die nächste Polizeidienststelle. Was, das gehört? Ja.
Ein Strafgefangener. Ich hab keine Zigaretten. Ich hab doch gesehen, dass du welche hast. Du sollst nicht immer rauchen. Sag mal, hast du nicht morgen Berufsschule? Ja. Na dann lern einmal was. Dann schleppst du die Bücher umeinander und ich sehe nie, dass du mal reinschaust. Habt ihr die Durchsage gehört? Ja. Ach, die fahren überall rum. Der Kerl muss sich rumtreiben, da bei uns irgendwo. Ja, und? Na und? Sie sind gut. Ein Verbrecher ist unterwegs, ein Mörder vielleicht. Also, ich hab gleich das Licht angedreht. Ach, geh, der kommt doch nicht zu uns. Ja, warum fahren die denn dann herum in der Gegend? Ja, das weiß doch ich nicht. Na ja, ich sag's ja nur, weil ihr habt ja noch die Wäsche unten im Schuppen hängen. Komm, hol's raus, Hanni. Ja, wenn du mir Zigaretten gibst. Ja, hör nach, kriegst du eine. Hör nach, hör nach. Wir müssen es rauchen, die jungen Dinge. Sie nicht gesehen. Ich weiß doch nicht, was ich machen soll. Haben Sie eine Zigarette da? Ich hab selber keine. Was zu essen? Ich laufe nicht weg. Von mir aus rufen Sie die Polizei. Mir ist alles egal. Ich hab zu deiner Mutter gesagt, ein Mörder vielleicht. Also ich kann halt bestimmt nicht einschlafen. Bleibt ihr jetzt daheim? Ja! Das ist ein schöner Trost. Das habe ich mir gleich gedacht, dass die noch nicht trocken ist. Nein, ich hab sie raufholen müssen. Ich hab nicht gern Wäsche in der Küche. Kriege ich jetzt meine Zigarette? Hinter der Kaffeekanne. Aber nur eine! Wäsche in der Küche bringt Unglück. Meine Mama hat nie Wäsche in der Küche aufgehängt. Er ist unten. Wer ist unten? Im Schuppen. Wer? Ob er Zigaretten kriegt und Hunger hat er auch. Der, wo gesucht wird? Ja. Im Schuppen? Er hockt auf der Erde. Okay. Der ist doch längst weg. Er sagt, er wart. Wart? Ja, ich sag doch, er hat Hunger und eine Zigaretten möchte auch. Was stellen Sie denn der vor? Polizei werde ich holen. Das war ihm auch egal. Hat er gesagt. Was machst du denn? Du sagst doch, ich soll die Bücher schauen. Was ist denn das für ein Mann? Wie er ausschaut, was er für einen Eindruck macht. Mei, ich weiß nicht. Hanni, du hast ihn doch gesehen. Du musst doch einen Eindruck haben wie ein Verbrecher, oder? Mei, wie schaut er aus? Na. So schaut er eigentlich nicht aus. Hanni, hol ihn rauf. Aber die Zander muss ich nicht sehen. Geh hinten rum. Sie sollen raufkommen.
Sie schauen vielleicht aus. Ja, bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Ja, bitte, nehmen Sie ihn rein. Das hat's braucht. Mehr wie essen, hä? Wäre aber auch nicht schlecht. Komm, Hanni, mach was. Jetzt erzählen Sie mal. Was ist denn los mit Ihnen? Danke. Ende. Nichts. Wollen Sie vielleicht noch warten? Nein. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber wir kriegen ihn schon. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich lasse mir morgen die Akte vom Bricker gehen. Der muss ja Adressen haben. Verwandte, Bekannte. Irgendwo muss er ja hin. Das ist eine Geschichte. Und wie heißt der andere? Hamann. Den, wo sie rausholen wollten. Ja. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Aber das muss eine ziemliche Nummer sein. Sonst hätten die das doch nicht gemacht. Jedenfalls nicht so. Die Zander, los, weg! Haben Sie Radio gehört? Ja. Jetzt haben Sie es gerade durchgegeben, die ganze Geschichte. Ein Polizist ist tot und der andere schwebt in Lebensgefahr. Okay. Ja, und der Gefangene, der muss hier irgendwo in der Gegend sein. Alle Straßen haben sie abgesperrt. Okay. Also ich tue keinen Schritt mehr vor die Tür. Gott sei Dank, dass Sie Ihre Wäsche umhaben. Ja, ich bin auch direkt froh. Die geht schon wieder. Die Zander. Sie hat gesagt, alles ist im Radio durchgekommen. Soll ich wieder gehen? Okay. Wo wollen Sie denn hin? Ist ja alles abgesperrt. Ja, jetzt waschen Sie ihn erst einmal. Komm, Hanni, zeig ihm ins Badezimmer. Ja. Das ist von meinem Mann und die Pantoffeln auch. Jetzt schauen sie besser aus. Gerne. Also ich finde jetzt schon viel besser aus. Finden Sie? Viel besser. Vorher haben sie ausgeschaut wie. Wie hat er denn ausgeschaut, Hanni? Ja, sag's ihm halt. Wie ein Kaninchen. Wie ein Kaninchen? Na ja. Das, wo ganz abend dran ist. Und Kaninchen sind alle abend dran, finde ich, weil sie gefressen werden. Kommen sie. Hanni, geh weiter. So. Das ist der Hanni ihr Zimmer, da schlafen Sie. Hanni schlaft bei mir. Was? Ja, du hast doch gehört, was ich gesagt habe. Komm, hol dein Zeug raus. Okay. Da. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Na, fangen Sie mir nicht so an. Sie haben gesagt, der Bademantel gehört Ihrem Mann. Ja. Ach, Sie brauchen keine Angst haben.
Mein Mann ist gestorben, schon vor 6 Jahren. Legen Sie ihn ruhig hin. Aber leise. Gleich da unten. Da wohnt nämlich die Zander. Gute Nacht. Gute Nacht. Alfred Pricker. Ja, das ist schon mein Bruder, aber das ist ganz falsch, den hier bei mir zu suchen. Der kommt nicht zu mir. Der sucht doch nicht mich auf. Wir haben schon seit 20 Jahren keine Verbindung mehr miteinander. Und das mit Recht. Ich kann mir so einen Bruder einfach nicht leisten. Vom Geschäft her, von meinem Ruf her, kann ich mir den nicht leisten. Also bei mir suchen Sie den völlig vergebens. Sie sind der einzige Verwandte? Ja, richtig. Er hat weder Frau noch Kinder? Nein. Soll ich Ihnen sagen, warum sich der bei mir nicht sehen lässt? Weil der genau weiß, dass ich sofort die Polizei verständigen würde. Tja, das wär's auch schon. Vielen Dank, Wiedersehen. Schlaft er? Der Toter. Sag mal, musst du jetzt nicht in die Arbeit? Na, ich kann auch noch später gehen. Na, mit welcher Entschuldigung denn? Na, irgendeine halt. Die schmeißen die nur raus, wer das sehen. Ob der einen Kaffee trinkt? Danke. Mein Name ist Derek Mordkommission, bitte. Sie wissen, was gestern Vormittag passiert ist? Ja, man hat es mir erzählt. Ein Überfall hat den Transportwagen. Es soll eine Schießerei gegeben haben. Ein Toter, ein anderer in Lebensgefahr. Sie wissen vielleicht, dass ich beinahe auch in diesem Wagen gewesen wäre. Ja, das weiß ich. Darum bin ich hier. Da habe ich ja Schwein gehabt. Bei einer Schießerei bin ich sehr ungern dabei. So, sehe ich aber ganz anders. Soll ich mal meine Version erzählen? Ich werde Sie nicht daran hindern können. Ich habe hier Ihre Akten vor mir. Sie haben als Prokurist einer großen Baufirma etwa 2,5 Millionen unterschlagen. Sie wurden angeklagt und verurteilt. Beim Strafmaß hat die Tatsache eine besondere Rolle gespielt, dass das Geld bis heute nicht aufgetaucht ist. Ich habe dafür Erklärungen gegeben. Ja, Ihre Erklärungen, die waren sammeln und besonders unglaubwürdig. Die waren fantastisch. Irgendwo liegt das Geld. Und Sie allein wissen wo. Diese Unterstellung finde ich nun wiederum fantastisch. Die ganze Aktion gestern, der Überfall auf den Transportwagen, galt Ihnen. Sie sollten rausgeholt werden. Geld spielt doch keine Rolle, ne? Haben Sie ja, wenn Sie erst mal draußen sind. Ich wiederhole, reine Fantasie. Ich sollte als Zeuge nach München. Wir sind gerade dabei zu recherchieren, wie Sie das fertiggebracht haben. Oder besser, wer das für Sie arrangiert hat. Wieder etwas, woran ich Sie nicht hindern kann. War das alles, was Sie mir mitteilen wollten? Vorerst, ja. Ich wollte eigentlich nur wissen, mit wem ich es zu tun habe. Und? Wissen Sie es nun? Ja. Darf ich trotzdem noch eine Frage stellen? Fragen Sie. Da war doch noch jemand, der mit mir nach München sollte. Ja. Ein gewisser Pricker. Was ist denn aus dem geworden? Sieht so aus, als ob der fliegen konnte. Was? Ja, das möchten Sie am liebsten sagen, das gibt's ja gar nicht. Aber es ist so, der ist draußen. Ja, machen Sie keine Sorgen. Wir kriegen ihn schon. Ich brauche einen Hammer nicht mehr. Kommen Sie. Ja. Da sind Sie ja endlich. Setzen Sie sich hin. Wie spät ist es eigentlich? 11 Uhr vorbei. Sie haben geschlafen wie ein Toter. Hab ich? Ja. Wir waren in Ihrem Zimmer, aber Sie haben nichts gemerkt. Ja, jetzt setzen Sie sich doch. Hanni, du auch. Wir haben im Frühstück auf Sie gewartet. Hanni hätte längst ins Geschäft müssen, aber sie hat nicht wollen. Wenn Sie keine Marmelade wollen, haben wir eine Wurst besorgt. Mein Mann, dem hat mir die Marmelade geschmeckt. Prost.
Marmelade. Ich esse, was ich kriege. Na ja, dann greifen Sie doch zu. Bitte schön, fangen wir an. Frau Hamann? Ja, die bin ich. Kriminalpolizei, können wir reinkommen? Bitte. Bitte? Wie geht's Ihnen, Frau Hamann? Sind Sie gekommen, um mich das zu fragen? Ja. Ihr Mann ist seit einem Jahr in Haft, genauer gesagt seit 1,5 Jahren, wenn wir die Untersuchungshaft dazu rechnen. Unsere Frage ist, was machen Sie? Wie leben Sie? Wie kommen Sie zurecht? Eine gute Frage. Schlecht und recht, ich arbeite. Was arbeiten Sie und wo? Ich bin Vorführdame in einem Modehaus. Sie sind von Ihrem Mann nicht geschieden, nicht? Nein. Sie haben es auch nie in Erwägung gezogen? Nein. Ihr Mann hat immerhin 8 Jahre Gefängnis bekommen. Erzählen Sie mir etwas, was ich noch nicht weiß. Gern. Sie wissen nicht, möglicherweise wissen Sie nicht, dass gestern der Versuch unternommen worden ist, Ihren Mann aus dem Gefängnis rauszuholen. Was erzählen Sie da? Ein Transportwagen der Haftanstalt wurde überfallen. Ja, ich habe davon gelesen. Es stand heute in der Zeitung. Ja. Hier. Ist es diese Sache da? Ja, diese. Und was hat mein Mann damit zu tun? Ihr Mann sollte mit diesem Transport nach München zu einer Verhandlung gebracht werden. Ja. Er war in diesem Wagen? Nein, er war nicht drin. Die Verhandlung wurde in letzter Sekunde verschoben und Ihr Mann wurde zurückgelassen. Und wie kommen Sie darauf, dass dieser Überfall ihm galt? Weil es gar keine andere Erklärung gibt. Der Gefangene, der im Transport war, das ist ein ganz kleiner Ganove, der ist bis heute nicht auffindbar. Also, der bietet überhaupt keinen Grund für eine so umfassende Aktion. Hm. Bei der es einen Toten und einen Schwerverletzten gab. Ja. Ich habe die Bilder gesehen. Sie sind erschütternd. Ich bin entsetzt. Ich bin es aber noch mehr, wenn Sie glauben, dass dieser Überfall meinen Mann gegolten hat. Warum ihm? Da sind 2,5 Millionen nicht aufgetaucht. Und Ihr Mann weiß, wo Sie sind. Das ist ein Durchsuchungsbefehl für diese Wohnung hier. Aber wonach suchen Sie denn? Bitte öffnen Sie alle Schränke, Schubladen. Wo haben Sie Ihre Schriftsachen? Briefe Ihres Mannes, Notizbücher, Telefonnummern. Das müsste Ihnen passen. Mein Mann hat Ihre Figur gehabt. Ungefähr wenigstens. Na ja, vielleicht war er ein bisschen dicker. Wenn die Hosen zu weit ist, das macht nichts, da sind ja Hosenträger dran. Ich soll das anziehen? Wirklich? Ja, freilich. Ja, so können Sie doch nicht rumlaufen. Das gehört doch alles in die Reinigung. Jetzt brauchen wir nur ein Hemd. So. Jetzt probieren Sie es an. Gut. Danke. Wie wenn er da steht, der Papa. Wer? Und mein Mann? Ich gehe jetzt zum Einkaufen. Haben Sie irgendeinen speziellen Wunsch? Irgendwas, was ich Ihnen mitbringen soll? Nein, was Sie lange nicht mehr gehabt haben? Nicht? Ja. Naja, also dann bleiben Sie jetzt da. Sie können sich da hinlegen, Sie können lesen. Aber bitte schön, machen Sie nicht ein Radio auf und sind Sie ganz leise. Sie wissen schon. Die Zander. Ja. Wir kommen alles so schnell wie möglich zurück, Frau Hamann. Ja, einiges davon brauche ich dringend. Telefonnummern, Adressen. Ist klar. Tut mir leid, Frau Hamann, wir haben Ihnen Umstände gemacht, nicht? Aber eine Klärung dieser Sache ist doch in Ihrem Interesse. Ja. Mhm. Sagen Sie... Ja? Der Strafgefangene, der offenbar entkommen ist, darf ich fragen, wie er heißt? Bricker. Bricker. Alfred Bricker. Sie sagten, er sei nicht auffindbar. Wo kann er denn sein, in München? Das ist anzunehmen. Dann hat er wohl Verwandte hier. Ja, er hat einen Bruder. Und der hat eine Schreinerei. Bauchschreinerei. Haben Sie sonst noch Fragen? Oh, nein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sie fragt Herrn Pricker, ob er in München ist, ob er da Verwandte hat. Wenn Sie nicht danach gefragt hätte, würde ich annehmen, dass sie nichts mit der Sache zu tun hat. Aber wenn sie was damit zu tun hat, dann musste sie danach fragen.
entschuldigen Sie, dass ich Sie eingesperrt habe. Oh, jetzt bin ich ja gehört. Ah ja, richtig. Daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Jetzt kommen wir, kommen wir. Wo ist Hanni? Wo ist Hanni? Das hat mein Mann auch gefragt, wenn er heimgekommen ist. Wo ist Hanni? Die ist im Geschäft. In einem Kaufhaus, in der Strumpfabteilung. In der Früh fahrt sie mit dem Bus hin und am Abend kommt sie mit dem Bus wieder zurück. Heute ist spät gekommen, weil sie unbedingt mit uns frühstücken wollte. Solche Schlafzimmer? Bleib sitzen, bleib da. Haben Sie denn was zu verbergen? Nein, ich nicht. Ja, warum haben Sie denn dann zugesperrt? Weil ich keine Lust habe, mich dauernd mit Ihnen zu unterhalten. Gehen Sie wieder runter. Danke, Ende. Frau Hamann hat gerade das Haus verlassen. Berger fährt ihr nach. Hoffentlich fordert er Unterstützung an, wenn er sie braucht. Jeder Schritt, den sie jetzt tut, ist wichtig für uns. Wie heißt das Lokal? Moment mal, Frau Hamann ist gerade ins Jablonski gegangen, ob ihr nachgehen soll. Ja, Zuberger, das Jablonski ist ein ganz heißer Ofen. Warst du schon mal da, kennt man nicht da? Na gut, dann geh nach. Aber nimm nur so viel Geld mit, dass du ein Bier bezahlen kannst. Deine Brieftasche lass im Wagen, vor allen Dingen deinen Polizeiausweis. Hey, und die Pistole. Hier so umsehen. Hast du Lust auf ein Kartenspiel? Nein, danke. Darfst du, weil ich will dich bescheißen, ne? Aber davon kann doch keiner Rede sein. Warum spielst du denn nicht mit mir? Ich hab keine Lust. Du willst mich beleidigen, ne? Das Ganze war provoziert. Und bei der Gelegenheit haben Sie alle meine Taschen durchsucht. Du hattest nichts bei dir. Sie haben mich ja rechtzeitig davor gewarnt. Und was ist mit Frau Hamann? Die habe ich nicht gesehen. Die war spurlos verschwunden. Ich kenne das Lokal. Man kann da gleich durchgehen, rauf in die Wohnung. Ich glaube, das ganze Haus gehört Jablonski. Halb Hotel, halb Absteige. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, wohin sie wollte. Ja, aber nicht, was sie wollte. Brücker. Sie haben alle Angst. Angst vor Brücker. Nicht so laut! Ja, bin schon leise. Wein. Wie lange ist das wohl her, bis ich das letzte Mal Wein getrunken habe? Ewig. Ewig ist das her. Mein Mann hat auch immer gerne einen Wein gehabt. Weiß nur der Papa. Aber hat er gesagt, mit dem Wein wird es erst richtig feierlich. Ja, es kommt mir schon genauso vor. Was kommt da vor? Wie? Ja, so wie früher, wie der Papa so da gesessen hat, aber und bloß, dass ich keinen Wein gekriegt habe. Weißt du, nicht so klein warst? Gesungen hat er. Schöne Stimme hat er gehabt, der Papa. Ja. Ich stimme wie ein Reibein. Wenn ich singe, dann laufen sie weg. Aber hören könnten wir es doch einmal. Okay, Mama, die Zander. Wir machen das Radio ganz laut, dann hört die nichts. Ich hätte so gern gehört, wie Sie singen. Na, geht doch nicht, Mama. Die Zander. Bleib sitzen. Ich will nicht, dass Sie sich verstecken. Was wollen Sie denn? Sie haben einen Mann da erhoben. Ja, das ist richtig, Frau Zander. Bitte schön, kommen Sie rein.
Wir haben Besuch. Da sitzt der Bruder von meinem Mann. Ach, der Bruder von Ihrem Mann. Ja. Und wir sitzen beieinander, wir trinken einen Schluck Wein und unterhalten uns ein bisschen. So. Ist Ihre Neugier jetzt befriedigt? Ja, entschuldige. Ja, und jetzt lassen Sie uns allein. Gell, kann man den nie seine Ruhe haben. Na ja, ich gehe ja schon. Ja, das würde ich auch vorschlagen. Der Bruder! Also, ich hasse das, wenn man so aus der Stimmung herausgerissen wird. Warum macht die das? Meinst du, die hat was gemerkt? Ein Bus. Und so wie der ausschaut, kann das doch wirklich sein. Der Bruder vom Papa. Jetzt haben sie Angst, hä? Ich auch. Ein bisschen. Aber ich hab immer Angst. Ich weiß gar nicht warum. Ich hab mich schon direkt dran gewöhnt. Wenn Sie jetzt weg müssten, wo könnten Sie denn dann hingehen? Ich habe einen Bruder, der hat eine Schreinerei, aber der hält nicht viel von mir, mit Recht. Er hat nämlich einen ziemlich bekannten Namen. Bauschreinerei Pricker. Die kennt man. Aber wenn es doch Ihr Bruder ist. Na, gute Nacht. Es war ein schöner Abend heute, gell, Mama? Was? Dass es ein schöner Abend war heute. Mit Plissé-Rüschen hat den Namen der Trägerin Josephine. Nein. Da bitte, was kann ich für Sie tun? Ich möchte Frau Hamann sprechen. Muss das jetzt sein? Sie sehen ja, doch, ja, dass... Ja, es muss. Es tut mir leid. Kriminalpolizei. Wo kann ich mit dir sprechen? Kommen Sie. Ich schicke sie Ihnen sofort. Danke. Waren Sie erschrocken, als Sie mich sahen? Sie machen mir Kopfschmerzen, Frau Hamann. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Sie sind in die Sache verwickelt. Nein, nein, da gibt's gar keinen Zweifel. Ich weiß nur noch nicht, auf welche Weise. Ob als Täter oder als Opfer. Beides ist möglich. Sehen Sie, Ihr Entsetzen war echt, als die Zeitung dann den Tatortfotos vor Ihnen lag. Ja, ja, Sie waren erschüttert. Sie sahen aus wie jemand, der sagen möchte, das habe ich nicht gewollt. In meinem langen Berufsleben habe ich unterscheiden gelernt. Ich habe einen Blick dafür bekommen. Mir kann man nichts mehr vorspielen. Ihre Erschütterung war echt. So, und jetzt sagen Sie mir mal, was Sie wissen, Frau Hamann. Machen Sie sich mal los von dem, was Sie bedrückt. Denn dass Sie was bedrückt, das sieht man ja. Was soll ich sagen? Ich habe nichts zu sagen. Sie irren sich, wenn Sie glauben, dass ich irgendetwas sagen könnte. Ich frage mich, wie Sie darauf kommen. Das will ich Ihnen gerne sagen. Sie waren gestern bei Jablonski. Jablonski ist bei uns bekannt, er ist, ich will es mal ganz klar sagen, ein Berufsverbrecher. Einer von der Sorte, die sich nie selbst die Hände schmutzig machen, dafür haben sie andere. Woher wissen Sie? Ich habe sie überwachen lassen. Also, was wollten Sie bei Jablonski? Was haben Sie mit dem Mann zu tun? Es tut mir leid. Jablonski
Den Namen kenne ich nicht. Ich habe ein Lokal besucht, das ist richtig. Ein Lokal, das möglicherweise keinen guten Ruf besitzt. Aber ich mag solche Lokale. Ich kenne keinen Jablonski. Auch nicht, wenn ich Ihnen sage, dass der zweite Beamte heute Morgen seinen Verletzungen erlegen ist? Bitte, dauert es noch lange? Ziehen Sie sich um, ich warte hier. Bin ich verhaftet? Wir werden unser Gespräch fortsetzen bei mir im Büro. Möglicherweise kann es ein bisschen länger dauern. Um Gottes Willen, Josephine, was wirft man Ihnen vor? Worum geht es denn? Ja, ich darf es Ihnen auch nicht sagen. Aber Sie waren sehr freundlich zu mir. Vielen Dank. Schau mal, wie der da steht. Das ist schon ein komischer Vogel, den wir uns da eingefangen haben, eingesperrt haben. Er sagt, er vermisst was, wenn er nicht hört, wie sich der Schlüssel umdreht. Naja, das braucht es ja jetzt nicht mehr. Was braucht es nicht mehr? Na, einsperren. Sag doch selber, es macht ihm überhaupt nichts aus. Ach, der soll jetzt da rausgehen, ist da viel zu kalt im Wasser. Kommt halt raus, ihr kältet sich ja schon. Jetzt geht's schon besser. Was geht besser? Radl fahren. Jetzt fahr ich nicht mehr um. Für alles braucht man eine Übung. Ja. Ich hab's jetzt gelernt. Ja. Passt auf! Oh. Geh her auf! Der hat sich doch weh, du. Nein. Siehst du das? Ja. Ja. Die Zander steht am Fenster. Ich hab schon gesehen. Geht schon voraus. Ja, was ist denn? Ist was? Ich wollte Ihnen sagen, falls es interessiert, wir haben gerade mit meinem Schwager einen Ausflug gemacht. Das ist nicht Ihr Schwager. So, wer ist er dann? Na, ich sag's ja nur, weil ich nämlich eine Vermutung hab. Mistlich. Und ich frage Sie nach der Beziehung, die Sie zu Ihrem Mann haben. Beziehung, Beziehung. Ich bin verheiratet mit ihm. Sie hat nie die Absicht, sich von ihm zu trennen. Warum sollte ich? Ihr Mann hat 8 Jahre bekommen. Das ist eine lange Zeit für eine Frau, die ihre besten Jahre verliert. Oder nicht verlieren will. Darum geht's. Da sehen wir das Motiv. Und Ihr Mann will diese Zeit nicht verlieren und Sie auch nicht. In seinen Briefen an Sie, da ist nichts von Resignation. Sie haben die Briefe gelesen. Ja, wir brauchen ja ein paar Anhaltspunkte. Und? Haben Sie sie gefunden, Ihre Anhaltspunkte? Wir haben herausgefunden, dass Ihr Mann Sie liebt, dass Sie Ihren Mann lieben. Das ist ganz einfach. Es geht ganz klar daraus hervor, dass die Trennung für Sie beide unerträglich ist. Und darum lügen Sie. Verschweigen, was Sie wissen. Was die Zander, die kann doch reden, was sie will. Da kümmern wir uns doch einfach nicht drum. Ja, schmeiß doch raus, wenn sie freches Maul habe, weil das so aufreißt. So, wir machen jetzt was zum Essen. Und wenn wir gegessen haben, dann schauen wir ein bisschen fern. Oder wir könnten Karten spielen. Können Sie Karten spielen? Ja, sehr gut. Vielleicht zu gut. Deswegen bin ich mal verurteilt worden. Fallspieler, hä? Und was haben Sie sonst noch auf dem Kerbholz? Ach, ich will es gar nicht wissen. Sparen Sie noch die Beichte. So, jetzt machen wir das Essen. Das heißt, machst du. Ich zieh mich um, ich muss noch mal schnell weg. Ja, wohin? Musst du nicht alles wissen, oder? Meister, da ist jemand. Ja, bitte. Sind Sie der Bruder?
Bruder? Sie haben doch einen Bruder. Ich möchte nur wissen, ob ich hier an der richtigen Adresse bin. Ja, ich habe einen Bruder, der gesucht wird. Genau, darüber wollte ich mit Ihnen reden. Kommen Sie mit. Also das ist Ihre Schreinerei? Ja, das ist meine. Und da helfen Sie Ihrem Bruder mit? Kommen Sie zur Sache. Was wollen Sie? Wissen Sie vielleicht, wo er ist? Wenn es Ihr Bruder ist, dann müssen Sie ihm doch helfen. Das ist doch Familie. Seine Familie lässt man doch nicht im Stich. Was reden Sie von Familie? Er hat vergessen, dass er eine hat. Keine Rücksicht hat er darauf genommen. Weder auf die Familie noch auf den guten Namen. Den hat er in die Zeitung gebracht, aber auf eine Weise, die mir nicht gefällt. Die wohl niemandem gefällt. Ja, aber wenn es der Bruder ist, dann können Sie ihn doch nicht einfach fallen lassen. Ach, fallen lassen? Was heißt fallen lassen? Wer sind Sie überhaupt? Er ist bei mir. Was? Ja. Weil er nicht gewusst hat, wohin. Wir haben ihn im Schuppen gefunden. Wer ist wir? Meine Tochter und ich. Aber das weiß niemand, dass er bei uns ist. Sie haben die Polizei nicht verständigt? Nein. Und warum nicht? Weil er mir erbarmt hat. Aber die suchen ihn doch. Andauernd werde ich angerufen, ob ich nicht weiß, wo er ist. Wie geht's ihm? Das war das erste vernünftige Wort, was ich von Ihnen gehört habe. Ganz gut. Soweit ich das beurteilen kann. Er hat nicht mehr so viel Angst. Was der braucht und was dem fehlt, das ist bloß ein bisschen Verständnis. Verständnis. Beide waren verheiratet. Mosinger, das ist dieser, hat 3 Kinder, 4, 5 und 6 Jahre alt. Das ist Breiter, seit einem Jahr verheiratet, kein Kind. Das kommt erst in ungefähr 4 Wochen. Ihre Liebe zu Ihrem Mann in allen Ehren, Frau Hamann, aber wer das da veranlasst hat, ist ein Mörder, auch wenn er nicht selbst getötet hat. Nein, 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 das wollte ich nicht, das doch nicht. Ich wollte nicht, dass irgendjemand zu Schaden kommt, aber... Aber? Aber er sagte, kümmern Sie sich um nichts, das ist nicht Ihre Sache. Wer sagte das? Jablonski? Wessen Idee war diese Befreiungsaktion? Ihre? Ja, meine. Nur meine, ich kam auf den Gedanken. Ich fragte meinen Mann, darf ich es machen? Soll ich es machen? Bist du einverstanden? Wie haben Sie ihn denn gefragt? Da gibt es viele Möglichkeiten, jemanden etwas wissen zu lassen. Mein Mann ließ mir sagen, ja, versuche es, hol mich heraus. Das Geld, wo ist es? Ich weiß, wo es ist. Ich habe es nie angerührt. Aber dann dachte ich, verwende es, setze es ein. Wie kamen Sie auf Jablonski? Da sind Strafgefangene entlassen worden. Die haben mich aufgesucht und mir Grüße von meinem Mann bestellt. Von denen habe ich den Namen und die Adresse. Was haben Sie Jablonski versprochen? So viel er will. Und Jablonski hat dann arrangiert, dass Ihr Mann als Zeuge verlangt wurde. Ja. Er sagte, kümmern Sie sich um nichts. Vor 4 Tagen rief er an und sagte, morgen haben Sie ihn wieder. Was wollten Sie gestern bei Jablonski? Warum waren Sie bei ihm? Der Strafgefangene, der entflohen ist. Pricker? Ja, er wollte den Namen wissen. In den Zeitungen und Nachrichten ist der Name ja nicht erwähnt worden. Richtig. Aber Sie haben ihm den Namen genannt. Er rief mich ständig an und wollte ihn unbedingt wissen.
Er drohte mir. Kriegen Sie raus, wer das ist, sonst sind Sie dran. Und dann habe ich es ihm gesagt. Der Mann heißt Bricker, Alfred Bricker. Und er hat einen Bruder, der eine Schreinerei besitzt. Hier ist die Nummer. Hoffentlich ist er da. Hallo, Bricker hier. Derek, Mordkommission. Herr Bricker, hat sich Ihr Bruder bei Ihnen gemeldet? Aber das habe ich Ihnen doch gerade gesagt und Ihnen die Adresse gegeben. Moment mal, was haben Sie? Ich sagte, ich habe Ihnen die Adresse gegeben von den Leuten, wo er Unterschlupf gefunden hat. Wer angerufen hat? Na Sie, die Polizei. Na, vor einer halben Stunde. Vor einer halben Stunde? Hören Sie, von uns hat niemand angerufen. Wo ist Ihr Bruder? Geben Sie mir die Adresse. Ja? Ja, verstanden. Danke. Schneider, Berger, Frau Hamann bleibt vorläufig hier. Nimm dir ein paar Leute, falls du wieder Blonski, wenn er da ist, nimm ihn fest und bring ihn her. Bitte kommen Sie. Hey, ich hab ihn schon her. Komm, jetzt mach Sitz hier. Na, wie geht's dir? Wie geht's gut? Und hier, da ist mein Gastmann. Ja, das ist hier. Ja, der ist hier. Moment. Herr Blonski, Telefon. Nein, ich kann vorläufig hier nicht weg. Ich erwarte eine Nachricht. Hey, was soll denn das? Kriminalpolizei. Sie sind festgenommen, Herr Blonski. Ja, drei Wagen. Ohne Blaulicht und Horn. Warten Sie am Ortsende Schweig. Eins, zwei, drei. Ja, also. Wo ist jetzt das Herz, Ass? Da. Drehen Sie so? Oh, ich hab doch genau gesehen, dass sie es draufgeklebt haben. Wo ist jetzt? Hier. Ja, da, schau her. Ja, diese Art von Kunststücken, die habe ich mal ganz gut gekonnt. Ich führe sie jetzt auch mal nur so vor, rein aus Spaß. Haben Sie den Spaß im Gefängnis gelernt, hä? Okay, Mama. Entschuldigung, war nicht best gemeint, oder? Okay. Ich mach das nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Wenn man das so sieht, ist das so schlimm. Die Zander, schon wieder. Na, der werde ich was erzählen. Möchtest du einen Schluck Wein? Na, gern. Sorge, Herr. Ja. Ja.
Sie? Mordkommission. Naja. Da haben wir ja beide noch mal Glück gehabt, Herr Bricker. Und Sie auch. Ich rufe den Notarzt hin.